Leute, es ist endlich passiert. Ich habe endlich eine Formatkreissäge gefunden. Wer mir auf Instagram gefolgt hat, weiß, dass ich bei zwei Leuten so ein bisschen veräppelt wurde. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt habe ich eine Formatkreissäge gefunden und ich werde euch mal zeigen heute, was die alles kann, was wir noch alles machen müssen, was alles geplant ist und darum soll es im heutigen Video gehen. Schaut gerne zu, wie ich euch hier diese wunderschöne Formatkreissäge zeige. Zuallererst mal ist sie nicht schön groß. Ich muss die Werkstatt ein bisschen umräumen, damit ich wieder genügend Platz habe. Aber das passt hier alles ziemlich gut rein. Was ist das für eine Formatkreissäge? Das hier ist eine Samco SC3 Formatkreissäge. Die hat einen 2,20 Meter Schiebeschlitten und läuft jetzt schon ziemlich gut, obwohl man noch ein bisschen Zeit und Arbeit reinstecken muss, damit sie richtig gut läuft. Wir können hier die Höhe verstellen. Das funktioniert ziemlich gut. Und mit dieser Kurbel hier können wir auch die Neigung verstellen. Das müssen wir dann hier abziehen. Wie gesagt, die ist leicht verrostet. Deswegen geht das alles nicht mehr so einfach. Komm raus, mein Freund. Komm raus. Aua. Nachdem wir das Handrad rausbekommen haben, können wir die Kurbel hier raufstecken. Zack. Können das hier lösen. Und können dann das Ganze neigen. Vorne müssen wir dann das alles abschauen, dass wir die Neigung richtig einstellen, aber ich werde hier sehr wahrscheinlich eine Bevelbox benutzen. Und diese Neigung, die können wir auch arretieren, dafür ist hier dieser Griff. Aber weil wir jetzt erstmal 90 Grad Schnitt in Zukunft machen werden, können wir das wieder auf 90 Grad stellen. Also kann das Handrad jetzt erstmal wieder hier raufkommen. Was ich hier richtig toll finde, ist, dass die Maschine über einen Hauptschalter verfügt, dann über einen normalen Ein- und Ausschalter. Dann haben wir hier vorne auch noch einen Notaus, finde ich auch eine richtig coole Sache. Jetzt schalten wir die Maschine mal an und die hat richtig gut schon gelaufen. Ihr könnt sehen, die Maschine verfügt über eine Motorbremse. Das ist ein cooles Feature, das hatte meine alte Tischkreissäge nicht. Deswegen bin ich happy, dass die das jetzt hat. Über den Anschlag bin ich auch richtig happy. Der läuft schon ziemlich okay. Natürlich haben wir hier noch relativ viel Flugrost drauf, was wir erstmal wegmachen müssen. Aber der Anschlag funktioniert echt ganz gut. Wir können ihn hier einfach über so einen Kniehebel, können wir den hier unten nach unten spannen und können dann unser Maß halt eben einstellen. Ich gehe mal hier rüber auf den Tisch, da kann man es nämlich ein bisschen besser schieben. Denn auch hier diesen Anschlag können wir noch einstellen. Den können wir nämlich nach hinten stellen, wenn wir zum Beispiel etwas ablenken möchten. Das ist so ein Feature, was ich richtig cool finde, gerade wenn man mehrere Teile zuschneidet, ist das hier eine richtig feine Sache. Den können wir auch um 90 Grad drehen, wenn wir dünne Streifen schneiden müssen. Wie gesagt, das läuft alles noch nicht so richtig gut. Aber das können wir noch alles ein bisschen verbessern. Das ist relativ simpel aufgebaut. Hier können wir das Ganze einmal ablesen, was für ein Maß wir einstellen. Und mir ist auch gerade aufgefallen, dass wir hier über eine Feinereinstellung verfügen. Das bedeutet, wir können das Ganze hier einstellen, sehen, okay, das passt nicht so richtig. Dann können wir das hier lösen, nachdem wir das hier eingestellt haben. Und mit diesem Exzenter können wir das ein Stückchen nach rechts bewegen und können dann wieder festspannen und haben das dann im Prinzip fein in irgendeine Richtung eingestellt. Eine coole Sache. Bin ich mal gespannt, wie oft das praktisch sein wird. Wir können hier 90 cm am Anschlag einstellen und dann haben wir hier noch ergänzend einen 1,70 m Längsanschlag. Und da ist auch noch ein cooles Feature, das haben die meisten Formatkreissägen auch, aber hier will ich es euch auch noch einmal zeigen, damit ihr wisst, dass die das übrigens hat. Es gibt hier solche Flipstops, die habe ich auch in der Kiste, muss ich aber alles erst ein bisschen gangbar machen. Aber hier zu diesem Längsanschlag, den können wir hier unten lösen und können den noch ein Stückchen nach außen schieben und können so 2,90 Meter einstellen und 2,90 Meter lange Sachen damit halt eben abkappen. Und das ist ein richtig cooles Feature. Obwohl ich hier auch erst ein bisschen Platz machen muss und alles ein bisschen weiter in die Richtung schieben muss, damit ich das Feature annähernd komplett benutzen kann. Das machen wir jetzt erstmal wieder zu. Zack. Was auch richtig toll ist, ist die Absaugung an der Maschine. Die ist nämlich einfach ein gutes Stück durchdachter, als es halt eben bei den alten Maschinen war. Da wurde einfach an das Gehäuse damals ein Anschluss gemacht, wenn denn überhaupt ein Anschluss gedacht war oder vorgesehen war. Und hier ist das Ganze ein bisschen ausgereifter. Ich werde es euch mal zeigen. Jetzt können wir einfach diesen kompletten Formattisch nach hinten schieben. Und das ist auch eine feine Sache. Hier kommen wir viel einfacher. Ich mache mal den Hauptschalter aus. Hier kommen wir viel einfacher an das Sägeblatt, um das halt eben wechseln zu können. Ich löse das Ganze mal, was hier auch wie gesagt toll ist. Ist, dass wir die Welle richtig arretieren können, um dann einhändig das Ganze lösen zu können. Da muss ich hier nicht mehr mit meinem Schiebestock das Sägeblatt verkeilen. Das ist auch eine richtig tolle Sache. Ein kleiner Fun-Fact, eigentlich ist die Maschine für 300er Blätter ausgelegt,
aber auch 315er Blätter können wir hier ohne Probleme aufspannen. Hier sehen wir jetzt einmal das komplette Aggregat. Und hier, das ist auch das feine Feature von der Maschine, kann viel, viel besser abgesaugt werden, weil das Blatt sich in dieser Umhausung hier befindet. Und die Abluft bzw. die saugende Luft das Ganze viel effizienter direkt am Blatt absaugen kann. Ich erhoffe mir da eine richtig gut funktionierende Absaugung. Werden wir da mal schauen, wie gut es in der Praxis funktioniert. Das hier war auch ein essentieller Punkt, der mir wichtig war beim Kauf einer Formatkreissäge. Denn hier habe ich halt eben die Möglichkeit, einen Vorritzer zu installieren. Der geht jetzt hier nur schwer drauf, weil das alles leicht verrostet ist. Den kann ich aber so noch nicht benutzen, denn ihr seht, dass der sich frei drehen kann. Da ist nämlich innen drin der Riemen. Den gibt es gar nicht mehr. Da muss ich mal schauen, dass ich ein entsprechendes Ersatzteil finde. Aber damit könnt ihr halt eben das Holz vorher vorritzen, damit ihr keine Ausrisse mehr habt. Richtig cooles Feature, war mir persönlich wichtig. Jetzt machen wir aber als erstes mal wieder hier das Sägeblatt drauf. Dann zeige ich euch auch noch mal kurz, wie es aussieht, wenn man jetzt hier das Sägeblatt wechselt. Der Pin, wenn man ein Blatt wechselt, den kann man dann einfach drin stecken lassen. Hier kommt die Scheibe entsprechend auf den Bolzen. Das können wir von Hand anziehen und dann können wir das Ganze noch leicht nachdrehen. Hier ein Blick in die Haube. Da unten seht ihr den Schlauch, hinten habt ihr den Anschluss gesehen. Und hier das komplette Teil wird dann wirklich ideal abgesaugt, dass wir wenig Fehlluft ziehen. Irgendwie bei allen Tischkreissägen, die ich bis jetzt besessen habe, ist auch hier kein Spaltkeil mehr da. Ein paar Teile sind noch da. Ein paar Teile sind auch kaputt, das bedeutet, die müssen wir irgendwie neu herstellen, dass wir da den Spaltkeil entsprechend auch montieren können. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, das muss ich noch mal ein bisschen genauer überprüfen. Und zwar ist hier diese Welle ein bisschen zu weit links angeordnet. Das bedeutet, das hier fluchtet nicht mit dem Blatt. Das heißt, ich muss das irgendwie nachstellen. Wahrscheinlich kann das Ganze weiter in die Seite reingetrieben werden. Ihr seht, die Maschine braucht nicht nur viel Platz nach rechts und nach links. Die braucht auch 2,20 Meter Platz nach vorne und nach hinten, damit man halt eben dieses Feature hier auch komplett benutzen kann. Ihr hört, derzeit läuft das auch alles noch nicht so richtig flüssig, aber wenn das mal gereinigt wurde und alles ein bisschen abgeschmiert wurde, dann sollte das wieder ziemlich gut funktionieren, denn die Maschine hat ungefähr ein Jahr oder drei Jahre in der Garage gestanden und deswegen hat sich da auch der Flugrost angesiedelt. Aber eine wichtige Sache, wo ich noch nicht darauf eingegangen bin, ist der obere Absaugarm. Den gibt es bei der Tischkreissäge nicht. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei der Maschine früher die Absaugung am Spaltkeil befestigt war. Deswegen werden wir auch hier einfach nochmal einen komplett neuen Absaugarm oben anfertigen. Das wird ein eigenes Video und deswegen solltest du den Kanal abonnieren, wenn dich das interessiert. Wie gesagt, ist alles noch ein bisschen schwergängig. Den Tisch kann man hier vorne auch arretieren, aber das ist auch schwergängig. Ich muss alles mal so ein bisschen zerlegen, alles ein bisschen überprüfen, dass alles richtig funktioniert. Aber wie gesagt, einschalten kann man die Maschine ja schon ohne Probleme. Und laut ist es tatsächlich auch nicht. Die Lautstärke kommt hier größtenteils von dem Sägeblatt. Mit dem kleineren Blatt, was vorher installiert war, haben wir hier fast gar keine Geräuschentwicklung. Das ist wirklich eine richtig feine Sache. Dann ist im Prinzip die Absauganlage bei einem kleineren Blatt so laut wie die Tischkreissäge. Also Leute, im Zuge dessen kann ich meine komplette Werkstatt so ein bisschen umräumen. Ich plane auch bei dieser Umräumaktion, dass ich die Kursdrechselbänke, dass ich die fest am Boden montiere, denn bald beginnen auch die fortgeschrittenen Kurse. Das bedeutet, die Maschinen müssen fest stehen, dass auch unwuchtige Holzstücke kein Problem darstellen. Und ja, das werde ich jetzt alles im Hintergrund mal so ein bisschen machen und werde euch dann vielleicht bald mal wieder eine Werkstatttour geben, wenn alles einigermaßen an Ort und Stelle ist. Ich bin richtig happy mit dieser Maschine. Das ist eine schöne Ergänzung zu hier dieser Werkstatt und das ist im Prinzip die letzte Maschine, die gefehlt hat. Und ich plane jetzt auch erstmal keine Maschinen mehr zu kaufen, außer die beiden anderen Maschinen, die wir nächste Woche abholen. Die habe ich nämlich schon vor einem Jahr gekauft, die werdet ihr aber auch in einem separaten Video sehen. Da werde ich euch nämlich mal zeigen, wie es aussieht, wenn wir schwere Maschinen bewegen. Und genau, wenn dich das interessiert, wie gesagt, abonniere einfach den Kanal. Hier werden in Zukunft noch ganz, ganz viele coole Videos kommen, die auf jeden Fall interessant sein sollten. Ich bin richtig happy, das merkt man auch bestimmt und ja. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye.